Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde, bei Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. Und ich muss erst mal meinen Timer wieder aufmachen. Kurzen Moment. Uhr und Stoppuhr und zurücksetzen und bla. So, Timer läuft. Soweit ist alles in Ordnung. Und ich möchte noch schnell anmerken, ich war mal inzwischen dann doch trainieren, weil ich nicht wirklich die Lust hatte, mit Turkey und Absol, also mit Turkey und Elise weiterzumachen. Und ja, deswegen habe ich Jungglut jetzt mal eben auf Level 31 befördert. Durch Trainieren. Ich habe alle Trainer, die unten noch waren, abgeklappert. War ganz gut, dass ich die habe stehen lassen. Ja, und es ist jetzt einigermaßen einsetzbar. Sagen wir es mal so. In 5 Leveln wird es sich dann auch schon wieder entwickeln. Das, was ihr da seht, da, dieser Baum, kann man übrigens auch eine Geheimbasis draus machen. Ich bin gerade am Überlegen bei einem Doppelkampf. Ach, fuck it, ich nehme Turkey einfach mit. So. Zeig mal deinen Power Call, das gehört mir. Nun ist es an der Zeit, im Ruhm zu glänzen. Ja, das ist natürlich auch ein Trainer. Ich lauere in den Schatten und lebe in der Dunkelheit. Das ist mein Schicksal. Ich tauche auf, um dich herauszufordern. Ja, vielen Dank. Das freut mich echt. Ah, Gitarrist Pascal, Minion, Junge Valentin. Moment, der Herr Rabel ist auch hier? Aha, der ist also Freizeit-Ninja oder was? Ninja-Junge. Rosana ist Eis und Kurtel Feuer. Da machen wir das wie folgt. Ich habe übrigens mal bei Jungglut statt Glut Hitzekoller erlernt, weil die Sache ist, die Jungglut hat sonst nur Schnabel und Doppelkick und lernt, glaube ich, auch sonst weiter eher physische Angriffe. Deswegen ist es egal, weil Hitzekoller senkt ja nur in Spezialangriff. Und ich wollte gerade Hitzekoller gegen Rosana einsetzen, aber das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen für den Arsch, deswegen mal... Ach, Doppelkick habe ich auch keinen mehr. Also mal Schnabel auf... Kordel. Scheiße. Flammenwurf auf Rosana. Verdammt. Das ist jetzt natürlich eher blöd. Ja. Aber auf jeden Fall ist es sehr effektiv, dieser Flammenwurf gegen Rosana und... ja. Jungglut setzt Schnabel ein und das war natürlich sehr effektiv. Gürtel senkt die Genauigkeit von Turkey. Ach, er hat sogar das Y durchs I ersetzt. Sehe ich gerade jetzt erst. Ja, da hat man nämlich mal drüber gereden. Geredet. deswegen mit I, weil Turkey ist ja Türkei oder Truthahn. Und er will keines von beiden sein. Ja. Ja. So. Haben wir Pascal und den Herrn Rahmel besiegt. Komisch, dass keine Flachwitze kam. Ja, ja, der Walle. Etwas Unsichtbares blockierte Weg. Ach, guck mal an, hier auch schon. Ich bin eigentlich gespannt, ob die Pokémon, ob die dann auch gescriptet sind oder ob das dann auch random sind. Ich hoffe, dass es random ist. Um einen Baum zu verstecken, nutze den Wald. Ja. Schau auf Horz. Eine Herausforderung von Ninja Junge Zol. Griffel wird von Ninja Junge Zol in den Kampf geschickt. Mir fällt gerade so ein, wir haben ja keine verdammten EP mehr. RP. Das ist jetzt eher doof. Sonst hätte ich Doppelkicker gemacht und dann wäre das ganz easy gewesen. Verdammt. Naja, jetzt müssen wir mit Schnabel auskommen. Es regnet weiter. So. Schnabel. Das geht nicht so schnell von dann wie, vonstatten, wie es gehen könnte. Und ich habe aber leider auch während der Trainingsphase schon das Top-Elixier benutzt. Deswegen haben wir jetzt so ein bisschen ein Problem. Würde ich mal so meinen. Ja. Aber wir kriegen frohen Mund Erfahrungspunkte und wir bekommen noch einen Griffel. Toll. Haben die nur Griffel oder was? Es regnet weiter. Schnabel. Bam. Bei Jungglut bin ich mir fast sicher, wenn es Fliegen erlernen kann, dass ich Schnabel durch Fliegen ersetze. Weil Fliegen finde ich einfach taktisch sinnvoller. Weil halt, ja, zwei Runden, beziehungsweise eine Runde Unangreifbarkeit, sag ich mal. Also eine Runde, wo man definitiv die Attacke des Gegners abwehrt, es sei denn, es ist hier, oh Gott, wie ist die Attacke? Ah, da gibt es eine Attacke, die trifft auch beim Fliegen. Auf jeden Fall trifft zum Beispiel Erdbeben bei Schaufler. Alter, wird's mal. Geht mir langsam hier auf den Sack.
Robben benutzt Schnabel. Kannst du mal Schnabel einsetzen? Gut, fuck it. Ich wechsle aus. So, Pokémon. Absol, mach's kalt. Also, Elise. Streng dich an, Elise. Ja. Die Zeldise. Die Zelda, Elise. Whatever. Ja. Läuft gerade nebenbei, während ich hier aufnehme, habe ich gerade einen Stream noch offen. Auf dem Laptop. Natürlich gemutet. Beziehungsweise nicht gemutet, aber ihr wisst schon. Ja. Ja. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall ist es so, dass ich heute nicht angucke, aus dem einfachen Grund, weil heute Horizon gestreamt wird und mich das nicht so interessiert. Weil sowas ist eher ein Spiel, was man selber erleben muss, denke ich mal. Ja. Ich verneige mich vor eurer Stärke. Natürlich tust du das. Ja. Ich weiß nicht, ich halte... Ist halt seltsam mit so ganz langen Spielen. Ach ja, da komme ich ja wieder nicht lang. Ist halt seltsam mit so ganz langen Spielen. Wo es dann mehrere hundert Parts wahrscheinlich werden. Oder so. Ja, das ist dann eher doof. Und ich gehe jetzt einfach mal zum Pokémon Center, weil die haben alle einen Pokerus und den heile ich jetzt mal. Ja, der Pokerus bewirkt nur, dass man mehr Fleißpunkte sammeln kann. Was sich auf die Werteerhöhung halt auswirkt. Dadurch bekommt man halt höhere Werte und alles. Also höhere Werte durch Trainieren. Der Trainingsbonus ist jetzt da. Also das, was wir schon erhalten haben, aber es wird halt weiterhin nicht vorkommen. Und wir dürften jetzt eigentlich irgendwo einen kleinen Smiley haben, glaube ich. Ach, da ist immer noch Pokerus drin. Ach, der Pokerus geht gar nicht weg, wenn ich heile. Ach so. Okay. Gut zu wissen. Ja, wo ihn genau... Beziehungsweise, was hat er eigentlich für Angriffe? Ah, Stärke, schön klug. Bringt mir nichts. Item nehmen wir weg, Zauberwasser. Und dann tun wir es mal auf die Box. Jemand ist PC. Bewegen. Mein Kopf kratzt. Kratzt, genau. Level 14. Milotic nehmen wir einfach mal mit. Tauschen es mal gegen wohin genau aus und wohin genau kommt auf die Box. Nein, die Box bearbeiten wir nicht weiter. Und dann geben wir Milotic mal das Zauberwasser, weil ich glaube, Zauberwasser versteigt einfach nur Wasserattacken. Ja, verstärkt Wasserattacken beim Tragen. Allgemein will ich mir mein Milotic noch anschauen. Notschutz steigert Verteidigung bei Leiden. Also wenn es hier irgendwie vergiftet oder was weiß ich nicht ist. Aquaknarre, Wickel und Nassmacher. Okay, das wird mal noch trainiert, aber halt höchstwahrscheinlich erst nach dem Dingsbums. Ja, nach dem Dingsbums, genau. Nach der Arena, wenn ich dann fliegen kann. Ja. Weil hier zu trainieren ist... Ja, die haben halt alle Level 25 Pokémon, das ist halt nicht so schön. Allgemein trifft man auch nur Level 25 Pokémon, glaube ich. Wir nehmen auf jeden Fall eine Menge Hyperbälle mit. Und zwar einfach mal 10 Stück. Dankeschön. Dann nehmen wir mal... Supertränke haben wir genug. Gegengift brauche ich auf jeden Fall mal noch 10 Stück. Das habe ich zwischendurch gemerkt. Paraheiler nehme ich auch mal noch 10 Stück mit. Aufwecker brauchen wir nicht. Wir haben die blaue Flöte. Beleber ist für den Arsch. Superschutz nehme ich auch mal noch. Ja, 10 Stück mit. Ey! Habe ich gesehen. So. Wäre mir bald schon wieder passiert. Nein. Danke. So, was willst du von mir? Manche Pokémon entwickeln sich mal mit Zitausch. Das habe ich jedenfalls gehört. Ja. Die Stadt besteht aus Häusern, die auf Bäumen gebaut sind. Aufgrund dieser Lebensweise ist jeder hier gesund und munter. Und auch ich fühle mich, als sei ich 30 Jahre jünger geworden. Stand da gerade Jünger? Moment. Ach, das sah noch so seltsam aus wegen J und Ü. Auf Bäumen zu leben ist klasse, aber manchmal kommen Käfer-Pokémon durch die Fenster rein. Das kann einen ganz schön erschrecken. Ja, glaube ich. Pokémon-Menschen sind auf die Natur angewiesen, um zu überleben. Es gibt überhaupt keinen Grund, die Natur nach unserem Willen zu formen. Die Baumhäuser von Baumhausen City sind fantastisch. Ich glaube, es ist der beste Platz, um mit seinem Pokémon zusammenzuleben. Ja,
ist auf jeden Fall eine sehr naturnahe Lebensweise. Gut, ich dachte schon, da wäre was Unsichtbares dazwischen dann. Ich kaufe meinen edlen Tisch, auf dem ich meine Puppen umsetze. Wenn ich das nicht tue, werden meine Puppen schmutzig, wenn ich damit meine Geheimbasis dekoriere. Die Artikel, die du kaufst, werden sofort auf deinem PC gesendet. Das ist großartig. Ich wünschte, ich könnte mich auch noch, also nach Hause senden lassen. Das ist ein Laden für, ja, weiß schon, Deko-Gegenstände für die Geheimbasis. Der Boden nimmt das Regenwasser auf, die Bäume trinken es und wachsen. Unser Baumhaus in City existiert, weil es genügend Wasser und Boden gibt. Ja. Hallo. Ich wollte zu Pokémon Arena, aber irgendwas blockiert den Weg. Und das, nachdem ich auf der Route 120 so fleißig trainiert hatte. Wer bist denn du? Niemand glaubt mir, aber ich habe wirklich ein riesiges Pokémon am Himmel gesehen. Als es Richtung Route 130 flog, schien es sich zu winden. Du riechst eingesenkt. Warst du auf einem Vulkan oder so? Ja. Fertig. Los, Vogel-Pokémon. Ja. Das ist übrigens dieser Typ, von dem mal eine geredet hat. Ja, mein Freund wohnt in Baumhausen City und das ist so weit weg, aber mit dem Vogel-Pokémon... mit seinem Vogel-Pokémon bleiben wir in Kontakt, weil wir uns damit Briefe senden. Wenn sie mit Pokémon zusammen sind, finden die Menschen schnell Freunde und so rücken die Menschen weltweit näher zusammen. Wunderbar, nicht wahr? Ja. Da gehen wir mal hier rein. So, was hast du? Was ist das da? Was hast du da? Oh, das ist also ein Pokédex, der ist aber wirklich klasse. Da wir gerade vom Pokédex reden, ich erinnere mich, ich habe diesen Trainer treu getroffen, als ich seltene Steine suchte. Oh Junge, der hatte vielleicht interessante Pokémon bei sich. Die waren nicht nur selten, sondern auch gesprochen gut trainiert. Er ist bestimmt stärker als die Arenaleiter an diesem Ort. Ja, das mag sein. So. Ja, hier ist dieses Unsichtbare, was den Weg blockiert. Und daran sieht man schon, dass unser Held ein ziemliches Weichei, beziehungsweise ziemlich schwach ist, weil... Jeder weiß, was da für ein Pokémon ist. Das haust du einfach um. Zumindest wenn du 1,98 groß bist wie ich. Und wahrer Hühner. Menschen, Pokémon, ihre versteckten Kräfte werden durch das Leben in der Natur geweckt. Lass diese alte Frau mal sehen, ob deine versteckten Kräfte wachsen. Ich halte eine Münze in meiner Hand. Nur in welcher Hand halte ich sie? Ist sie in der linken oder rechten? Für sowas habe ich eine Münze da liegen. Da kann ich nämlich Mundwurf machen. Mach mal einfach mal Kopf für rechts und Zahl für links. So. Und zack. Das Ergebnis ist Kopf, also rechts. So. Oh, das stimmt. Versuchen wir es noch einmal. In welcher Hand halte ich die Münze? Rechts oder links? Erneut Münzwurf. Und zack. Bäh. Fast nicht gefangen. Und nochmal Kopf, also wieder rechts. Oh, schon wieder richtig. Probieren wir es noch einmal. In welcher Hand ist die Münze nun? In der linken oder rechten Hand? Nochmal Münzwurf. Und zack. Ah, schon wieder Kopf. Also wieder rechts. So. Oh, zu schade. Du hast falsch geraten. Kann man das nochmal probieren und das immer gleich? Rechts. Oh, das stimmt. Versuchen wir es nochmal. Rechts. Oh. Welche Hand ist die? Links. Oh, hervorragend. Deine versteckten Kräfte sind erwacht. Hier, das wird dich wegen damit die versteckten Kräfte deiner Pokémon. Die haben sie erhalten. Lass mich raten, das ist irgendwie Geheimpower oder sowas. Ach nein, hier Kraftreserve ist eine Attacke, die je nach Pokémon anders aussieht. Ja, ich will nicht. Meine vertraut auf Kraftreserve, um wach zu bleiben. Sie sollen lieber ein Nickerchen halten oder eine Schlafrede halten. Ich kann einem deinen Pokémon Schlafrede beibringen. Interessiert? Nein, ich habe keinen Relaxer. So. Was habt ihr? Oh, ich muss es unbedingt haben. Ich muss Metacross haben. Dafür würde ich alles tun. Hast du ihn gehört? Mein Ruf aus tiefstem Herzen. Nachdem du den gehört hast, tauschst du doch bestimmt dein Metacross gegen meinen Schaloko. Was? Was? Wer würde sowas machen? Nein! Fuck you. Nein, du wirst nicht tauschen, obwohl ich dir mein Herz offenbart habe. Metacross gegen Schaloko. Ernsthaft? Mit anderen Pokémon tauschen, das ist, als ob die Erinnerung mit anderen Menschen teilst. Ja, und vor allen Dingen, verdammt. Ja. Apropos Turkey. Du hast die ROMs so randomized, dass ich nicht mehr rennen kann überall. Danke. Kann ich Fahrrad hier benutzen? Okay. Das ist nicht so toll. Naja, dann gucken wir mal, ob es hier irgendwas gibt, was uns helfen kann. Das verrate ich dir, wenn du mich besiegen kannst. Ich habe gerade nicht gelesen, weil ich abgelenkt wurde. Toll. Das ist natürlich sehr schön. Eine Herausforderung von Schirmdame Gerda. Wer nennt denn sein Kind noch Gerda? Porygon. Porygon ist, glaube ich, Psycho. Psycho. Kennt Großband. Oho. Double Kick ist für den Arsch. Machen wir mal Hitzekoller. Ja, hat ganz gut funktioniert. Ein Volltreffer. Spezialangriff sinkt um 2 Stufen. Porygon-Gegner wurde besiegt.
Was geht mit meinem Handy gerade ab? Okay, also Ordnung. Wir halten Erfahrungspunkte. Wir sind bei Level 32. Wohin genau? Ach. Wohin genau ist auch ein Psycho-Pokémon. Also muss ich leider Gottes wieder diesen hier tun. Hitzekoller habe ich übrigens mal mit AP Top, oder wie das heißt, auf 8 AP erhöht. Okay, das war wirklich... Ja. Hat gut funktioniert. Aua. Ah, Pokémon. Was war nochmal gut gegen Psycho? Ach ja. Unlicht. Ich habe keine Unlichtattacke auf Absorb. Scheiße. Wegsperre von... Ja, stimmt. Ja, da war ja was. Setz Spiegelkelb ein. Ja, fuck you. Verdammt, ich hasse Wegsperre. Schnabel. Na, natürlich wieder Konter. Aua. Theoretisch gesehen 46 mal 2 sind 80, sind 92. Verdammt. Ich kann ja nicht wechseln. Also nochmal, Supertrank. Na, Jungblut will ich jetzt nicht verlieren. Weil es wird alles wieder für den Arsch. Abgangsbund, hey, du Drecksack. Schnabel. Bitte sag mir, dass Abgangsbund jetzt nicht mehr wirkt. Bitte sag mir, dass Abgangsbund jetzt nicht mehr wirkt. Bitte sag mir, dass Abgangsbund jetzt nicht mehr wirkt. Please. I beg you. Level 32? Ruckzuckieb? Ja, 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 ja. Fuck auf Sandwirbel. Ich will eine neutrale Attacke, die unbedingt zuerst trifft. Bitte geh nicht drauf jetzt. Bitte nicht Abgangsbund. Dankeschön. Oh. Ein Schirm kann nicht vor den Attacken der Pokémon schützen. Ja, das hast du zeitig erkannt, meine Jute. Ja. Zerschneider. Zerschneider. Komischerweise kann jetzt absolut Zerschneider. Warum liegt hier nichts? Hier liegt doch bestimmt irgendwas rum. Hier liegt nichts rum! Moment. Etwas Unsichtbares blockiert den Weg. Schau wieder. Ach, wir brauchen ja definitiv ein Item. Und zwar das Sylph Scope. Hä? Mein Pokémon ist stark. Wie sieht es mit deinen aus? Ja, auch. Unter anderem. Was ist das? So. Mit meinem Handy geht gerade komische Dinge ab. Eine Herausforderung von Vogelfänger Fridjof? Was ist Fridjof für ein Name? Libiskus wird von Vogelfänger Fridjof in den Kampf geschickt. Los, Junglut! Doppelkick? Ist das nur Wasser oder? Verdammt, das ist ein Wasser-Pokémon, ich Vollidiot! Komm, mach einfach. Ja, hat ganz gut gewirkt, aber. Jetzt können wir es gleich mit Ruckzuck noch beenden. Bam. Komischerweise ist von Libiskus die Initiative höher. Ich dachte mal, Jungblut wäre ein sehr schnelles Pokémon. Auf jeden Fall hatten wir 682 Erfahrungspunkte. Wir besiegen Vogelfänger Fridjof. Deine Pokémon sind stärker. Ja, natürlich sind sie das. Du wirst mit Sicherheit aber besser. Ich würde dich gerne in meinen Pokémon eintragen. Du hast einen Vogel, Junge. Ja. Ein Item. Lass mich ran. Ach nein, da kommen wir bestimmt nicht ran, weil da oben wieder ein Pokémon rumsitzt. Ich weiß es doch. Oh, Seedrugging. Fällt gerade auf, wir haben keinen Capture. Verdammt. Ja gut, das kann man zum Trainieren nehmen. Ich bin halt immer sehr spastisch auf der Speed-Up-Taste. Fällt mir gerade so auf. Okay, das grüne Farbe an meinem Controller fällt mir gerade so auf.
Okay, why not? Ja, sage ich's doch. Etwas Unsichtbares blockiert den Weg. Sehr nice. Ich sollte wieder Schutz mitnehmen. Ach, ein Tauboga. Ach so. Wenn's weiter nichts ist. Ja, wenn Absol nicht eh schon overpowered wäre, wäre das jetzt eine gute Gelegenheit für... Sachs. Eisstrahl. Oder bei Gardevoir für Eishieb. Oder bei Absol für Donnerblitz. Ja. Turki zerstört eh alles, weil er OP-Werte hat. Weil Turki überhaupt nicht... Weil Turki überhaupt kein Angeber ist. Wenn ich es mir recht überlege... Moment. Achso. Etwas Unsichtbares. Turki, hi. Es ist schon lange her. Hier ist etwas, das du nicht sehen kannst, richtig? Also wenn ich dieses Gerät bei einem unsichtbaren Objekt benutzen würde... Nein, statt es zu beschreiben, zeige ich es dir lieber. Das macht mehr Spaß. Turki, sind deine Pokémon bereit für einen Kampf? Ja. Turki zeigt mir eine wahre Stärke als Trainer. Roy setzt das Devin Scope ein. Ein unsichtbares Pokémon wird sichtbar. Das erschreckte Pokémon greift an. Es wird kein Kecleon sein. Ach komm, Mann, fuck you. Bitte lass mich schneller sein. Nein! Ach come on! Moment, ich muss erstmal kurz und so. Verdammte Scheiße. 6,5 Stunden später. Ja, da bin ich wieder. Und ich bringe ihm auch noch jetzt den Koller bei, weißt du? Ich habe mir erstmal einen Energy geholt. Das ist jetzt auch wieder von Effekt und heißt Pushu. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Oh, Ginseng ist drin. Ich mag Ginseng. So, irgendwie komischerweise ein bisschen dreckig. Ich hätte vielleicht einen sauberen Beutel nehmen sollen. Zum Einkaufen. Moment. So. Ja, doch. Schmeckt ganz gut. Schmeckt sogar besser als der andere. Oh nein! Molle Maus ist RIP. Ja, nächstes Pokémon einsetzen, Turki. Gut, also kann ich zwischen den Parts jetzt Milotic und oder Rihorn trainieren gehen. Wie auch immer ich das anstellen soll. Fuck you, du scheiß Sichlo. Ich hätte es wissen sollen, Sichlo ist auf Initiative spezialisiert. Warum? Ich bin so blöd. Dass das Flügelschlag konnte, wusste ich irgendwie. Ich glaube, das hatte ich noch in Erinnerung. Bemerkenswert, dein Kampfstil ist wirklich bemerkenswert. Deine Pokémon sind offensichtlich sehr gewachsen, seitdem wir uns das erste Mal in Faust der Haven getroffen haben. Halt die Fresse, Mullemaus ist gerade totgegangen, genau. Ich bin nämlich ein Dreijähriger und kann nicht gestorben sagen. Es ist totgegangen. Ich sollte nach der Aufnahme rauchen gehen. Und mein fucking Fenster und die Tür aufmachen, damit sie mal durchzieht. Fühlt sich gerade hier wie Tropen an. Ja. Ich möchte dir dieses Devon Scope geben. Wer weiß, es gibt bestimmt noch andere verborgene Pokémon. Halt das Maul, Alter. Jockey packt Devon Scope in die Wahrseitentasche. Jockey. Ich liebe es, Trainer und Pokémon zu sehen, die fest zusammenhalten. Ich finde, du machst das großartig. Nun, mach's gut. Wir sehen uns. Tja. Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich bin gerade leicht gefrustet.
Ja. Ein Herz. Ach Mann, Mulle Maus. Ich bin so unfähig. Ich noch ein anderes Pokémon, was ich mit reinnehmen könnte. Was? Warum? Warum heißt das Voltupalson fehlen? Habe ich da eigentlich irgendwas auf meinem eigenen PC? Okay, ich dachte schon. Nicht, dass Turgion wie hier mir 99 Sonderbonbons drauf gecheatet hat. Das wäre minimal. Ja, cheaten. Ja, benutzt das Devon Scope. Mal sehen. Es flieht. Okay. Ja. Ich habe mir gerade noch so überlegt, wie machst du das jetzt? Und dadurch, dass jetzt Mullemaus tot ist, die ich im Nachhinein noch benennen werde. Ja. Ist es halt jetzt so, dass... ich einfach keinen Bock mehr habe, die Arena jetzt legit abzuschließen. Ich werde die Arena jetzt einfach mal mit fucking Turkey, Elise und... Kixi. Kixi wollte gerade wo sein. Kixi machen. Und auf alles andere Scheiß. Thorsti und Dia werden noch trainiert, aber erst nach der Arena. Fuck it. Fühle mich echt gerade leicht, als hätte mir jemand in die Eier getreten. Und das fühlt sich nicht gut an. Na fuck it, weißt du was? Ich mache mal schon ein paar Trainer. Na, wie sieht's aus? Auf dem Weg zum Champ Jockey, die Leiterin der Arena von Baumhausen City, Wipke, ist deine Meisterin der Flug-Pokémon. Sie wartet hinten in der Arena auf dich, hinter den Drehtüren. Sie wartet auf neue Herausforderungen, denen sie die Flügel stutzen kann. Okay, dann viel Glück. Mann. Ja, das wird jetzt sehr lustig. Hier werden wir sogar gezwungen, hier durchzugehen. Und hier haben wir gleich mal einen Doppelkampf. Hey! Bewundere den eleganten Kampfstil der Vogel-Pokémon. Wiebke hat mich persönlich geschult. Du wirst kein leichtes Spiel haben. War das nicht bei Wiebke? Nee, ich glaube, entweder bei Wiebke oder der anderen Flug-Pokémon-Trainerin. Die einfach... keine Ahnung. Irgendwie die Gegner bewertet hat, nachdem sie die Pokémon angeguckt hat. Und dann gleich gesagt hat, ja, nein, vielleicht. Und bei Leuten, wo sie gesehen hat, ja, die sind eindeutig stärker, den hat es einfach ohne Kampf den Orden gegeben. Ich glaube, das war... nein, es war nicht Wiebke. Es war die andere aus Sinnoh. Einal. I don't even know anymore. Es gibt so viele Regionen. Was hat eigentlich der Pokémon-Anime Ash in der Alola-Region jetzt angetan? Das wüsste ich mal gern. Auf jeden Fall Vogelfänger Hiob. Okay. Und Picknicker Katrin. Picknickerin möchten kämpfen. Lipiskus und Fleckmann. Get ready to be raped, sage ich da nur. Get ready to get raped. Oder so. Drachenklaue und dann nochmal Donnerblitz.
glaube, so 2 Minuten muss ich rausschneiden, oder? Oder 1 Minute, ich weiß es gar nicht. Ja, ich gucke einfach mal. Ich mache jetzt einfach mal noch, keine Ahnung. Ich schalte keinen Bock mehr ab. Jürgen wird von Vogelfänger hier oben in den Kampf geschickt. Warum haben die alle Wasser-Pokémon? Ist das jetzt auf jeden Fall eine Wasser-Arena geworden, oder wie? Ist mir egal, Absol hat Donnerblitz. Ist mir egal. Hat das jetzt wirklich so eingestellt, dass es themenbasierte Arenen sind? Goldini, ich glaube, es sind wirklich themenbasierte Arenen. Gott. Na, whatever. Donnerblitz. Und Drachenklaue. Ja, also bei der Arena können wir uns schön entspannen und schön die Füße hochlegen. Da bekommen die Gegner halt ein bisschen auf den Sack, weil wir 2 Level, ein Level 45 und ein Level 47er Pokémon haben. Hm. Ein Level 46er und Level 47er Pokémon. Boah, das schmeckt echt gut. Den muss ich wieder kaufen. Dodo. Okay, doch nicht. Ich hätte schon gelacht. Ach, das ist sehr tief. Hey, komisch. Wusste ich gar nicht. Was hättest du jetzt ein? Rosana. Oh. Da können wir jetzt tatsächlich mal einen Feuerattacke einsetzen. Dann benutzen wir natürlich Flammenwurf auf Rosana und Donnerblitz auf Dodo. Und gucken den beiden zu, wie sie draufgehen. Eiskalt. Das Watch. Das. Ja. Das Wortkast raue Seele oder so? Keine Ahnung. Wodka Gorbatschow. Ja, wäre schön, wenn ich von denen gesponsert wäre. Hin und wieder ein Schnaps, okay. Auch wenn ich eigentlich überhaupt keinen Alkohol trinke. Aber so, ja, keine Ahnung. Wochenende mal 1, 2 Shots trinken oder so. Geht schon. Oh, bitte Wodka Gorbatschow, sponsert mich. Nimm mich sofort an. Habe ich nichts dagegen. Das rede ich eigentlich gerade von Müll. Ach, das war ja so. So, so. Und, ach ja, nee, Moment, so. Komm, den einen Doppelkampf machen wir noch. Es gibt keinen Grund, dass Wipke, unsere eine Leiterin, sich mit dir abgibt. Ich bin noch stark genug für dich, glaube ich nicht. Liebhaber von Pogel-Pokémon streben danach, dieser Pogel, habe ich gerade Pogel-Pokémon gesagt? Vogel-Pokémon streben danach, dieser Arena beizutreten. Als Mitglied der Arena von Baumhausen City darf ich nicht verlieren. Baumhausen Stadt. Ja, das klingt gut. Camper Heinz. Heinz. Heinz Ketchup. Ja, guckt nicht unser Stadtlandfluss. Beziehungsweise guckt. Und Vogelfänger Florian. Okay. Mein Nachbar ist lustigerweise Heinz. Dicktri und Traumato. Aha. Guck mal einer an. Was mache ich da bloß? Was mache ich da bloß? Hm. Vielleicht einfach. Vielleicht einfach Drachenklaue auf Traumato und Eisstrahl auf Dicktri? Nein. Ich musste gerade lachen, weil es viel zu einfach ist. Und jetzt ist Dicktri so, Geofisur tot. Das wäre scheiße. Das wäre extrem scheiße. Ich habe nicht Bock, noch ein Pokémon zu verlieren. Vor allen Dingen nicht in der gleichen Folge. So, Sagannabis. Hau raus. Den Müll. Wie in aller Welt ist Traumato... Was? Hä? Achso, Traumato ist nicht da ganz dort durchgestorben. Achso. Ich dachte schon, ey. Ich war gerade leicht verwirrt. Minimal. So, bye bye Traumato. Ich glaube. Mann! Ich will ein Tornado. Nach wie vor. Ja. Das ist sehr effektiv. Oh. Bei der ersten Gelegenheit, einen Feuerriegel, einen Igelavor und Tornupto zu fangen, werde ich es fangen. Das sollte euch bewusst sein. Ist mir vollkommen egal.
wie Challenge und was. Ich fange mir einen Turnup, du Igeldava oder Feuerriegel, wenn es sein muss. Sobald ich eins treffe. Und wenn es im Let's Play getroffen wird, ist es egal, ob das schon entwickelt wird. Das wird benutzt. Entwickelt wird, genau. Guter Deutsch. Entwickelt ist. Wiebke, ich habe verloren. Das war doch etwas zu schwer für mich zu tragen. Ja. Bin ich jetzt endlich mal oben, oder was? Ach so. Wait, what? Ach nein, ich muss in den sein Blickfeld rennen. Aber da wir schon ziemlich weit überzogen haben jetzt, würde ich einfach mal sagen, das war's dann doch für diesen Part. Ja. Bitte lasst mir ein Like da. Ich brauche das. Wir haben jetzt Mulle Maus verloren. Finde ich nicht gut. Ja. My balls hurt. Deswegen gebt mir ein Like. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dass ich das Let's Play noch weiterhin durchziehe, dann bitte lasst mir ein Abo da und teilt dieses Video mit euren Freunden. Abo, teilt dieses Video mit euren Freunden und abonniert mich. Schreibt was Nettes in die Kommentare und ob ihr auch ein Pokémon sein wollt. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es hoffentlich mal wieder besser läuft und mir einfach der Arena leider den Arsch drehen. Das ist egal. Fuck the shit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.